Servus und damit ein recht herzliches Willkommen. Blöde Kuh. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wie man sieht, ich habe schon mal angefangen hier die Erde zu zerlegen. Es regnet wie aus Eimern. Übrigens nicht nur hier, sondern auch im Real Life. Bevor sie des Todes soll kommen. Ja, mal sehen. Wie geht's, wie steht's? Bei mir ist alles tippitoppi. Am Freitag. Ich muss ein bisschen Zeug aufnehmen noch. Gerade jetzt für nächste Woche muss ich erstmal noch aufnehmen. Wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich habe das Wochenende Zeit. So. Jetzt werden wir jetzt alles hier so ein bisschen runterfetzen. Auf dass wir hier erfolgreich sein mögen. Ich glaube, wir machen jetzt mal von oben weiter. Dann haben wir hier einiges für unsere Mauern dann noch parat, ne? Das können wir ja dann alles wegbauen, ja? Und als ich so arbeiten war, hatte ich mir so gedacht, in meinem, sagen wir mal, mein Kleinhirn, ne? Ich habe ja kein Großhirn, ich habe bloß ein Kleinhirn. Mein Kleinhirn hat sich überlegt, dass man da auch ein Zoo bauen könnte. So. Könnte man eigentlich mal machen. Was man auch machen könnte, ist den Viechern hier mal einen Kopf spalten, auf das wir leckeren Schinken kriegen. Und sie uns nicht mehr so auf den Sack gehen mögen. Weil ganz ehrlich, finde ich nicht korrekt von denen, dass sie uns so hart auf den Sack gehen hier. Deswegen. Bis zum Glauben. Weil das geht mir schon hart auf den Sack hier. Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es. So. Den ganzen Plunder werden wir mal hier wegwerfen. Das hier braucht kein Schwein, das hier braucht auch kein Schwein, das braucht auch kein Schwein. Immer lieber noch ein bisschen hier Sandform. Auch ein Held vom Erdbeerfeld hier, mein Gott. Hey, Moment. So. So kann es dann vorangehen. Und jetzt müssen wir alles noch unten nach unten bringen, ne? Aber hier hatten wir ja vor, Dings zu machen, ne? Wir hatten ja vor, bindig zu gehen, wollte gerade sagen, Diamanten, aber ein blödes Hühnerli. Wir wollten ja bindig mit dem Boden gehen, also bindig mit der Mauer und quasi in der Mauer bindig machen. Ihr seid des Todes. Weil das wäre dann, glaube ich, vielleicht sogar besser. Also jetzt müssten wir das noch 8 runterziehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. So. Das klöppeln wir dann später raus. Bei Gelegenheit. Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen hier. Die Erde braucht man nämlich noch. Für die ein oder anderen Projekte. So, die bringen wir gleich mal runter in die Truhen. In unseren vorgeschobenen Truhenposten hier. Hier möchten wir auch noch ein bisschen was machen. Könnte man eigentlich auch dezenterweise machen mit. So, den ganzen Plunder hier rein. Ich weiß, ich fange jetzt schon wieder an, hier Truhen aufzustellen und einen Haufen Plumber reinzukippen. Obwohl wir doch so eine formschöne Lager-Location haben.
Aber soll ich euch was sagen? Interessiert mich nicht. Ich will wild durcheinander lagern. Das ist halt einfach Minecraft, ne? Minecraft heißt wild durcheinander lagern. Alter, die Festungen werden hier mal so richtig pornös. Richtig pornös werden die. Ich habe nebenbei noch ein bisschen Pokémon Go öffnen und nur ein paar Aufgaben machen. Du musst noch so nebenbei ein bisschen abformen, wenn ihr nichts dagegen habt. Habt ihr nicht? Freut mich, dass wir uns verstehen. So, hier hinten ging es noch weiter. So, vor allen Dingen, da fällt mir auf, ne? Ich habe mir jetzt hier so, das ist auch schon Lampen geholt, ne? So eine Art Lampen. Das sind ja keine Rechenlampen, sondern das ist eher so ein Neon-LED-Band, das so durchgängig Licht erzeugt. Richtig geil. Habe ich mir als Lichtquelle geholt. Weil ich weiß nicht, ich finde das besser. Ich habe das früher schon gehabt, so mit Lichterketten, mit so einem LED-Lichterkette. Und jetzt wollte ich so der LED-Band halt, ne? So ein Neon-LED-Band ist das. Das habe ich mir geholt. Als Lichtquelle, wie gesagt, ne? Was soll man mit einem Neon-LED-Band sonst machen? Und jetzt nutze ich es nicht. Gut, ich bin nur kaum hier, ne? Außer zum Zocken. Aber. Wir haben ja bei meiner Freundin. Im Claim. Das heißt. Ah, gut. Ich find's witzig, ne? Die habe ich oben in der Decke, also an der Decke gemacht. Wo Wand zur Decke, von Decke zum Wand wird. Wand zur Decke wird, sozusagen. Da habe ich das dran geklemmt, so in die Ecke mal. Das ist eigentlich ganz nice, ne? Ich finde das cool. Muss ich jetzt mal so festhalten. Was ich auch festhalten muss, ist das hier. Auf das wir alles verlagern, was wir verlagern können. Ja, wie gesagt, also beim Amazon bestellt, die Dinger kommen, also 15 Meter kriegst du, ne? Also 30 Meter kannst du bestellen, aber es gibt halt zwei 15er Bänder. Kosten recht viel, also ich bin 15 noch angekommen für 120, 130 Euro. Gab eine Aktion und gab es eine Aktion? Ich glaube, ich hatte die Hälfte reduziert, war das glaube ich mit dem Code. Da hatte ich zwei Codes, glaube ich. Ich hatte es irgendwie, keine Ahnung, hatte ich Glück. Da habe ich glaube zwei Bänder zum Preis von einem Band gekriegt, also nee, ich habe nicht mehr 120 Euro bezahlt, ich glaube ich habe bis 80 Euro bezahlt für beide Bänder, also für 30 Meter oder sowas. War eigentlich ein Schnapper, weil sonst sind die eigentlich echt teuer. Ich habe die ganze Zeit nach einem LED-Band gesucht, das so ist, ich habe mir vorher eins bestellt, so ein normales LED-Band, was sie halt hin mit den LEDs und so, weißt du? Das sieht so sieht nie geil aus, wenn du solche LED-Bänder nimmst. Vor allem als Lichtquelle oben. Jeder einzelne LED leuchtet halt bloß und hast so punktuelles Leuchten immer bloß. Das finde ich nicht so sexy. Da bin ich die. Bei die Effizienzklasse steht auf A plus, glaube ich, oder plus A. A plus. A bitte plus A. Finde ich auch, war mir auch wichtig, ne? Das soll nicht so viel Strom verbrauchen. Ob das jetzt stimmt oder nee, das weiß ich jetzt natürlich auch noch, ne? Kann sich nicht verlassen, ob das dass die. Ich will nicht versuchen zu bumsen, was ich sowieso alle machen. Aber, naja. Das sieht geil aus. Verschiedene Farben einstellbar, mit dem Telefon steuerbar, alles. Also ich kann mich nie beklagen. Auch die Leuchtkraft, klar, man hätte es noch heller machen können, aber für das, was ich hier mache, ist die Helligkeit recht angenehm. Du kannst so relativ weit nach unten dimmen. Also sehr dunkel machen. Das einzige Problem, was ich habe, ist halt. Blöde hier Netzteil, Kabel. Das ist so scheiße kurz, dass ich momentan nur noch an den Faden meine Steckdosenleiste habe. Die hängt jetzt so im Raum mit dem Faden. Hier machen mein altes Greenscreen dran war, wo ich den Greenscreen noch übers Seil gespannt hatte. Da hängt jetzt die Steckdosenleiste dran. Und daraus geht das Ding dann Strom, um hier Licht zu machen. Das
ist natürlich blöd. Muss mal gucken, dass ich ein Netzteil kriege, das nicht unbedingt so kurz ist. Weil das sind nur 50 cm Kabel, ne? Ich wollte das natürlich jetzt nicht ganz nach unten legen, weil das sieht dann auch wieder blöd aus. Das einzige Problem ist halt bei dem Kabel, du hast halt hier die Neonröhre sozusagen, ne? Ja, wo das Licht dann durchgeht. Und dann kommt nach unten noch ein Aufbau. Das ist quasi. Wie soll ich das erklären, ne? Das ist jetzt nicht so. Also wie ein normales LED-Band, bloß dass die Leuchtdioden auf der schmalen Seite sitzen und du das Ding so aber nicht liegen kannst. Weißt du? Es ist recht flexibel, ja, aber hat so seine Problemchen. Im Ecken wird es schwierig. Es ging irgendwie, aber es war dann schon schwierig. Ja. Und relativ schwer ist das Ding auch, ne? Gerade dadurch, dass es so fett ist. Ist das schon recht schwer. Und da habe ich am Anfang, weil ich bin eigentlich so immer, ich sage, Acryl hält alles. Mit Acryl sind die Halterungen festgeklebt, die reingeschoben werden. Ja, es hat sich herausgestellt, dass Acryl doch nicht alles hält. War alles klebt. Acryl ist runtergekommen. Ja, wo musste ich dann. Wir wohnen hier in so einem Stall drin, Bau. Und meine Bude ist natürlich verkleidet mit. Ja, das war schon. Mit Gipskartonplatten. Jeweils in der Wände, glaube ich. Nee, aber an der Decke ist, glaube ich, Gipskarton dran. Und dort habe ich überall dann kleine Mini-Dübel reingesetzt und dann habe ich die angeschraubt. Ging auch relativ gut. Dann halt erstmal alles anbringen und so und muss gucken, das reicht. Mal gucken von der Menge her an Halterungen, die du hast und so. War schon nicht einfach. Jetzt hängt's, jetzt leuchtet's, jetzt geht's voll ab. Und das Netzteil macht mich immer so, wenn es so scheiße ist. Mal gucken, dass ich ein bisschen dran kriege. So ein Gürtel aus Dings dran gewesen. Wir vielleicht schon am Ende angekommen hier hinten, ne? Muss auf meine Schaufel aufpassen. Nee, das stimmt mal kaputt machen. Wenn es einer gehört hat, ich habe gerade gesabbert. Beim Reden erstmal fett weggesabbert, ey. Kennt ihr das, wenn ihr einnickt so, ja, so kurz einschlaft, dann wacht ihr auf und dann merkt ihr, sabber. Und die Sabber am Mundwinkel vorbeiläuft. Und dann denkst du so, Alter, hab ich jetzt gesabbert beim Schlafen? Interessiert mich manchmal so wirklich, was du träumst, dass du anfängst zu sabbern. Oh, geile Schenkel. Muss ja irgendwas sein. Oh. Geile Schenkel heißt, ne? Bräuler. Was hast du gedacht? Würde ich mir nicht Bräuler, wenn ich sage, geile Schenkel. So, da sind wir unten angekommen, ne? Hat ja bloß 14 Minuten gedauert, ne? Länger angefühlt. So. Nochmal den rein. Lassen wir das einfach so. Schnell, wir lassen es einfach so. Das heißt, das müssen wir jetzt auffüllen bis nach oben, ne? Auffüllen. Auffüllen bis nach oben. Dann müssen wir unten ein Bier.
klippeln wir die Steine alle weg. Ja. Gar nicht nach Pokémon Go geguckt, ja. Also alles in allem mal eine kleine Quatschfolge, wie immer. Mal so ein bisschen. Ja. Ihr wart sehr schweigsam übrigens, ne? Ich weiß nicht, was bei euch abgeht, aber man hätte ein bisschen mit mir reden können. Wenn ich so echt nicht ab bin. Oh mein Gott. Bin ich doch jetzt auch nicht böse. So. Haben wir jetzt einen nackten Berg. Herr der Ringe habe ich jetzt auch geguckt. Die neue Staffel kommt jetzt raus. Und ich habe so gedacht, bloß 4 Folgen, jetzt muss ich wieder warten auf die nächsten Folgen oder was? Habe ich gestern reingeguckt. Oh, Folge 5. Das heißt, die kommen jeden Donnerstag kommt da eine Folge raus. Dann bestimmt wieder 8. Das heißt, es kommen noch 3 Folgen. Das finde ich schon viel geil. Da freut man sich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher ein Fan davon, wenn die wirklich die alle mit Emma, wie bei Netflix zum Beispiel, wo Witcher rauskam, die haben ja alle Folgen mit Emma rausgehauen. Klar war es irgendwie geil, weil, ne? Du konntest gleich alles mit Emma durchsuchten, aber wenn du dann warten musst, hast du die Vorfreude und denkst so, oh, ja, bald will ich da gucken, oh Mann, bald wieder gucken, oh. Finde ich nur ein prickelndes Stück besser. Bei Pokémon Go geht es gerade nicht schnell. Ja, wir bewegen uns ja gerade und so. Trotzdem könnte man irgendwie ein Vieh spawnen, was man fangen kann. Aber auch schon ewig keine Scheine mehr gefangen. Letzte Woche ein Zubat. Zubat, nichts gegen Zubat. Ich liebe Zubat. Aber ich glaube, ich habe schon viele. Das kannst du jetzt nicht sagen. Ich habe 2 Stück. Eins zu X-Bat entwickelt und ein normales Zubat jetzt so. Oh, davor war es Knackrad. Knackleon, fast dasselbe. Was davor? Was hat schon nach davor? Ja, hier Unratytox hatte ich davor. Das war wirklich ein Shiny, was ich noch gar nicht hatte. Unratytox. Oh, glaub ich, ein 3 Sterne Unratytox. Also, war nicht mal so schlecht. Ich glaube, dem fehlten 2 Punkte irgendwo. Dass das eine 100er wird. Oh, die Kampfflieger muss ich jetzt machen. Ich auch Bock drauf. Und ja, ich tue das jetzt hier alles zumauern. Und scheiß einfach mal auf die auf die Ressourcen, die wir hier verbraten haben. Weil. Leben am Überfluss, was soll's. Irgendwann werde ich mich daran zurückerinnern und werden mir sagen, ah Mensch, ob man mal nicht so viele Ressourcen wird verbrannt, hä? Ah Mensch, so ein Mist. Jetzt gab's ja wieder das Ding mit Luke Mockridge, ey. Oh, ich glaube, das ist was für die nächste Folge. Wir haben es schon 18. Die Folge muss ich jetzt noch rendern und dann muss die Folge auch schon gleich raus. Heute ist Freitag. Heute kommt keine weitere Folge mehr außer Minecraft. So, nee, hier können wir es machen, aber hier. Ja, brauchen wir dann bloß so machen. So mache ich das. Wie haben wir das gemacht? Ich glaube 3, ne? So hat man es gemacht. Hier kommt dann ein Lager Steinziegel drauf. Und ruft eure Muttis an. Ich muss meine Mutti nämlich schon mal anrufen. Fragen, wie es da so geht, weil wir wohnen ja jetzt nicht mehr zusammen. Wir haben ja vorher zusammen gewohnt, ne? Also bis vor einem Jahr. Bis vor dem 1.3. 1.2. bin ich ja hier in meine eigene Bude eingezogen. Und dann einen Monat später ist meine Mutter dann weggezogen. Eine
ein paar Dörfer, ein paar viele Dörfer, so 100 Kilometer, 100 Kilometer waren es nicht, 50 Kilometer ungefähr, also 50 Kilometer von mir entfernt gezogen. Jetzt weiß ich warum. Nee, weiß ich nicht. Ja, zu meiner Schwester halt. Weil sie sonst keine Wohnung gekriegt hätte, wegen familiären Umständen. Passiert sind mit der alten Bude. Dass sich einige Leute gedacht haben, aus der Familie, ja, zahle ich mehr. Ich hau einfach ab. Ja. Wenn du dann ein paar Schulden hast, ist das halt blöd. Ja, da hat sie dort eine Wohnung gekriegt. Und ist halt da drin. Muss man auch manchmal anrufen und mal fragen, was so abgeht. Was ist so geht und so, ne? Ist schon wichtig. Also, sich um seine Familie zu kümmern, ist schon ein wichtiger Teil. So, das rücken wir alles weg hier. So, guck mal, da haben wir es doch geschafft. Wir haben aber keine Dings mehr mit. Bedeutet, das müssen wir dann ein andermal machen. So, dann würde ich sagen, Gutachten unsere Arbeit. Wir haben viel geschafft. Wir sehen uns einmal in der nächsten Folge. Dort haben wir zwei was vergessen. Okay, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao. Mit V. Tü, Tü, Tü.